Wir fordern den Berliner Senat auf, endlich aufzuwachen und keine weiteren öffentlichen Liegenschaften und damit das Tafelsilber der Kommunen zu verscherbeln, sondern diese zum Beispiel über das Erbbaurecht an Wohnungsbaugenossenschaften zu vergeben und behutsam und sozialverträglich zu entwickeln. Allerdings gibt es auch Licht am Ende des Tunnels. Die Bahn hat auf unser Drängen hin eine frühzeitige Bürgerbeteiligung zur Gestaltung der Bahnhofsvorplätze am Ostkreuz organisiert, obwohl sie dazu nicht verpflichtet gewesen wäre. Und sie ist bereit, eine für die 100 vorgehaltene, ca. 1 Meter, 1 Hektar große Freifläche am Ostkreuz zu günstigen Konditionen zu vermieten, um dort eine kulturelle oder sportliche Nutzung zu ermöglichen. Jeder, der eine Wohnung sucht in der Innenstadt, hat schon gemerkt, dass auch wenn er mehr verdient als ein Hartz-IV-Empfänger, selbst der Mittelstand kann sich die Innenstadt mittlerweile nicht mehr leisten. Denn im Spreeraum wird exemplarisch exerziert, was perspektivisch der ganzen Stadt widerfahren soll. Das Ufer wird rücksichtslos zugebaut, die Autobahn A100 wälzt sich weiter durch unsere Kieze und selbst der Mittelstand kann sich mittlerweile die Innenstadt nicht mehr leisten. Unter anderem auch, weil global agierende Drogenhändler im Geldwäscheparadies Berlin ganze Straßenzüge über dubiose Treuhand Firmen kaufen. Dagegen werden wir uns weiter zur Wehr setzen. Kämpfe mit uns gemeinsam gegen die Hinterzimmerpolitik, Machenschaften, Umwandlung von Eigentum, Versiegelung, Verdichtung, Mieterhöhung, Verdrängung und Abschiebung.